Du willst das Haus deines Lebens und du willst es jetzt? Keiner kann dir das verübeln. Doch leider sind die Immobilienpreise in vielen Regionen noch nicht so stark gefallen, dass sie den Effekt der gestiegenen Zinsen wettmachen können. Daher gilt, Budgetkontrolle ist das Gebot der Stunde. Damit du dich bei der Immobilienfinanzierung nicht übernimmst, helfen dir unsere 5 Tipps, die Finanzen im Griff zu behalten. Los geht's! Tipp 1. Preisverhandlungspotenzial nutzen. Je nach Region kannst du mit Preisverhandlungen viel Geld sparen. Viele Marktexperten erkennen für KäuferInnen wieder mehr Spielraum bei Verhandlungen. Es gibt sogar signifikante Rückgänge bei den tatsächlich gezahlten Immobilienpreisen, besonders in strukturschwachen Regionen und bei energetisch nicht ganz so effizienten Objekten. Wenn du ganz gut verhandeln kannst und dich ausreichend vorbereitest, dann könntest du ein Schnäppchen machen. Wie du geschickt verhandelst, das haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt. Achte auf jeden Fall darauf, das Objekt genau zu prüfen. Der Energieverbrauch von Immobilien ist mittlerweile ein kritischer Faktor geworden. Unsanierte Häuser oder Wohnungen könnten zu hohen Abschlägen führen. Aber Vorsicht! Denke auch daran, dass du die Modernisierung nach dem Kauf nachholen musst und die Kosten hierfür aufgrund von Lieferengpässen und Inflation ebenfalls stark gestiegen sind. Es ist daher ratsam, das Budget dafür gleich bei der Finanzierung der Immobilie mit einzuplanen. Tipp 2. Alle, aber auch wirklich alle Kosten erfassen. Beim Kauf oder Bau einer Immobilie solltest du unbedingt darauf achten, dass du alle Kosten im Blick hast. Oft sind Finanzierungspläne nicht ausreichend durchdacht und es kommen zusätzliche Kosten auf dich zu, die nicht eingeplant waren. Beispielsweise fällt die Grundsteuer an, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% des Kaufpreises ausmacht. Auch Notar- und Grundbuchkosten oder Maklerprovisionen können zusätzliche Ausgaben bedeuten und bis zu 15% des Kaufpreises betragen. Bauleute müssen besonders aufpassen, da Bau- und Leistungsbeschreibungen manchmal eklatante Mängel aufweisen. Im Festpreis sind nicht immer alle Leistungen enthalten, die für die Fertigstellung nötig sind. Oft fehlen wichtige Positionen wie Kosten für die Erschließung des Baugrundstücks oder für Baustrom und Außenanlagen. Das solltest du vorher genau überprüfen. Tipp 3. Ausgaben reduzieren und weitere Finanzquellen anzapfen. Egal, ob du bereits mitten in der Finanzierung steckst oder sie gerade erst planst, in vielen Fällen musst du kurz- bis mittelfristig Geld locker machen. Eine Möglichkeit ist, Rücklagen und Versicherungsverträge zur Überbrückung finanzieller Engpässe einzusetzen und vorher zu überprüfen, wo du monatlich Einsparungen machen kannst. Bei Schwierigkeiten, die laufenden Beträge von Verträgen zu bezahlen, solltest du mit dem Versicherer über Optionen wie Stundung, Ruhensvereinbarung, Beitragsfreistellung oder im äußersten Fall die Kündigung sprechen. Prüfe vorher aber genau, auf welche Versicherungen du wirklich verzichten kannst. Tipp 4. Wenn gar nichts mehr geht, umschulden. Umschulden bedeutet, den Kreditgeber wechseln, um finanzielle Vorteile zu erlangen. Das war jahrelang deshalb sinnvoll, weil die Zinsen immer weiter sanken. Heute ist das meist nicht der Grund. Stattdessen lassen sich bei einer Umschuldung die Zahlungsmodalitäten anpassen. Ein Beispiel. Wenn du am 1. Januar 2013 ein Darlehen von 250.000 Euro mit einer 15-jährigen Zinsbindung abgeschlossen hast, konntest du es am 31. Dezember 2022 mit einer Frist von 6 Monaten ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung kündigen. Nach 10 Jahren Laufzeit ist so etwas gemäß § 489 des Bürgerlichen Gesetzbuches möglich. Der Beginn der neuen Finanzierung wäre dann der 1. Juli 2023. Mit einem Sollzins von 3% und einer Anfangstilgung von 2% beträgt die monatliche Rate im Beispiel etwa 1.040 Euro. Die Restschuld beträgt ca. 192.000 Euro. Wenn der Sollzins in der neuen Finanzierung auf 4% steigt und die Tilgung auf die Restschuld auf 1% reduziert wird, könnte die monatliche Belastung auf 800 Euro gesenkt werden. In diesem Beispiel dient die Umschuldung also nicht der Einsparung durch Zinsreduktion, sondern der Reduktion der monatlichen Rate. Besser wäre statt eines Wechsels zu einer anderen Bank in diesem Fall der Tilgungswechsel bei der bestehenden Bank. Was uns zu unserem letzten Tipp überleitet. Tipp 5. Die Stellschrauben der Finanzierung klug wählen. Bei der Baufinanzierung gibt es 3 entscheidende Faktoren, die Kosten und Budget bestimmen. Zinsen, die Wahl der Zinsbindung und die Anpassung der Tilgung. Zunächst ist es wichtig, die Zinsen zu vergleichen, da bereits geringe Unterschiede einen großen Einfluss haben können. Und das meinen wir so, wie wir es sagen. Winzige Unterschiede können aufgrund der langen Laufzeiten sehr viel ausmachen. Vergleichen musst du aber nicht alleine. Die ImmoScout24 Finanzierungsberatung unterstützt dich mit professionellen Tools dabei, den besten Zinssatz für dich zu ermitteln. Unabhängig und unverbindlich und für dich auf jeden Fall kostenlos. Einen Link zur unkomplizierten Terminbuchung findest du in der Videobeschreibung. Zweite Stellschraube, die Zinsbindung.
In Niedrigzinsphasen sind kurzfristige Zinsbindungsfristen günstiger als langfristige. Das ist derzeit aber nur eingeschränkt der Fall. Ein Blick auf das aktuelle ImmoScout24-Zinsbarometer zeigt, dass die 10-jährigen Zinsen sogar günstiger sind als die 5 Jahre lang laufenden Zinsen. 20 Jahre sind wiederum teurer, bieten aber mehr Planungssicherheit. Wenn du steigende Zinsen erwartest, dann ist eine Absicherung über 20 Jahre sinnvoll. Und auch die Tilgung ist ein wichtiger Faktor. Eine niedrigere Tilgung senkt zwar die monatliche Belastung, verlängert aber auch die Darlehenslaufzeit. Es ist daher ratsam, eine hohe Tilgung zu wählen. Natürlich musst du dir das aber auch leisten können. Ganz wichtig, wenn du flexibel bleiben möchtest, dann solltest du Sondertilgungen und Tilgungswechsel vereinbaren, auch wenn dies geringe Aufschläge kostet. Damit sind wir am Ende angelangt. Hoffentlich können dir unsere Tipps dabei helfen, dein Budget im Griff zu behalten. Wenn du Fragen an uns hast, Lob, Anregungen oder Kritik, dann schick uns doch gerne eine E-Mail an podcast@scout24.com. Du kannst aber natürlich auch einfach einen Kommentar schreiben. Wenn dir unser Video gefällt, dann hinterlass uns doch gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Da halten wir dich über alle Änderungen zum Thema Immobilienkauf auf dem Laufenden. Schön, dass du zugeguckt hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!